Hallihallo, Hallöle und willkommen zurück bei mir und bei Minecraft oder Minecraft oder Minecraft oder je nachdem, wie man es sagt. Und diesmal habe ich nicht vergessen, aufs Knöpfchen zu drücken. Moment, kontrolliere. Ja, habe ich nicht. So. Wir fangen heute an mit dem Kuhstall, weil ich da hinten gerade Kühe sehe. Und zwar aus einem Grund, ich wollte eigentlich mit dem Schuppen anfangen, aber ich habe den Platz noch nicht terraformt. Das ist dann da hinten. Das ist eine Menge Arbeit, die wird ziemlich groß. In der Bastelwelt habe ich sie schon fertig gebaut und naja, ein ganz schön Oschi. So. Haben wir noch drei frei, passt. Und hier machen wir das auch so. So, dass in der Mitte dann drei frei bleiben. Sehr schön. So, gehen noch eine weitere Reihe damit nach oben. Und dann werden wir... So sehen wir die Katzen da oben. Oder nee, wir gehen zwei nach oben, ist besser. Ja, zwei nach oben. Hallo Pferd. Zwei nach oben ist besser wegen der Tür. Beziehungsweise dem Tor. So. Nee, nicht du. Ja, ich verwende schon irgendwann noch meine Axt, ja. Ich leg sie mir gleich mal draus, ja. Dicke ist auch draußen, da kann ja nichts mehr schief gehen. Also die Katzen legen los wie auf Bestellung. Jetzt war ich die ganze Zeit ruhig, waren sie auch ruhig. Jetzt mache ich was, machen sie auch Rabatz. Heute durfte ich sie schon suchen, waren entschwunden. Ich habe sie dann in der Kiste gefunden, wo die Kinder ihre Handschuhe für den Winter und ihre Hauben drin haben. Haben schön geratzt da drin und ich habe die ganze Wohnung über den Haufen gedreht, weil ich die Katzen einfach nicht gefunden habe. Raus sollten sie noch nicht. Sie sind noch nicht wirklich an alles gewöhnt hier. Das ist dann im Frühjahr der Fall. Jetzt haben sie Winterdienst innen. Frühling schauen wir dann weiter. Entdecken wir dann die große Welt. So. Hier geht es auch gerade weiter. So. Und damit das nicht so ein schniekes bzw. ödes Haus wird, habe ich mir natürlich die Treppen nicht mitgenommen, die ich mir eigentlich auserkoren habe mitzunehmen. So, dala. Wo seid ihr denn? Da seid ihr. Ihr geht mit. Ihr geht nicht mit, weil ich zu viel mit habe. Da. Da. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir auch. Na, die lassen wir noch draußen. Vielleicht brauchen wir sie doch noch. Und ich brauche dann auch noch Holzi. Sollte eigentlich reichen, derweil. So. Wir gehen nämlich jetzt hier eins nach außen. Das ist rein nur da, damit das nicht einfach so nur ein schniekes Haus nach oben wird. Beziehungsweise gerades Haus nach oben. Schnieke wäre schon wieder was Schönes. Also machen wir es ein bisschen anders. Na, du willst schon direkt einziehen, ne? Ist aber für die Mus. Ich für dich. Muku. Also du fängst zum Moon an. Dann können wir doch mal drüber reden. Aber ich glaube, du wirst eher. Also lassen wir es. So, tala. Das wäre mal der Grundbau. Jetzt muss ich da wieder nach oben. So. Und gehen dann von hier aus noch 5 in die Höhe. 1, 2, 3, 4, 5. Wenn ich intelligent gewesen wäre, hätte ich erstmal 3 gemacht und das dann nach oben gezogen. Ah, ich habe nicht. Hoppala. So wie jetzt. Jetzt war ich intelligent. Hin und wieder klappt es, ja. 1, 2. Jetzt klappt es natürlich wieder nicht. Und ich habe meine Axt weggelegt. Seht ihr?
So. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. Meine Frau ist heute ausgegangen. Also wir haben heute Samstag. Und ich nutze die Gunst der Stunde und mache natürlich meine Videos. Warum auch nicht, ne? Damit ich auch was zu tun habe. So, tada. Jetzt machen wir hier zu. Hier auch. Und dann müssen wir uns noch erkoren, wo wir Fenster reinmachen, denn das ist die Stallungsseite. Also hier werden die Kühe stehen in diesen Koppeln. Also links und rechts. Habt ihr jetzt auch das Pferd hier oben gesehen? Schon, oder? Das habe ich mir jetzt nicht eingebildet. Ote Hü, was machst du? Hast du Sehnsucht nach mir? Ich werde dich Salami nennen. So, hier ist es ganz einfach. Hier mache ich so. Na, wenn ich irgendwann ankomme. Ich verwende meine Axt. Leo ist ein braver Bubi, verwendet seine Axt. Wir denken daran, wir verwenden die Axt. So, machen hier zwei zu. Und dann ist da schon das Fenster, denn das ist die Stirnseite. Und ich glaube, wir gehen besser schlafen, weil sonst sehen wir gar nichts mehr. So. Sterne sind schön, Tag ist besser. Düdela. Würde ich sowieso noch brauchen. Machen wir gleich noch ein Stack dazu. So. Und gleich hier weiter. Das ist wieder eine der Lenkseiten. So, bei den Lenkseiten werden wir es so machen. Wie viel haben wir denn da? 1, 2, 1, 2. Perfekt! Ja, ich habe schon wieder meine Axt nicht verwendet. Ich weiß, ihr müsst es mir nicht sagen. Ich habe selber gemerkt. Ist schon eingezogen. 1, 2, so. Und 1, 2. Passt. Hier noch die Stirnseite und dann passt das schon. So. Den Rest hier mache ich nämlich mit Trapdoors zu. Das gibt ein schönes Licht. So, das war jetzt eh zu viel des Guten, aber lassen wir es einfach so. So. Schauen wir mal, was haben wir denn. Da müssen wir ja auch noch was machen, das können wir ja nicht so lassen. Da müssen wir die ganze Länge mit denen hier machen. Sieht affig aus hier. Sonst hat es ja keinen Halt. So. Oh, geht sich ums Berühmte nicht aus. Dann müssen wir noch Treppen machen. So. Aber gar nicht mal allzu viel. Braucht man nämlich nicht allzu viel. So, das müsste schon reichen. Mehr als genug. Und dann brauchen wir sehr, sehr viel Zaun. Um hier innen machen wir gleich mal die Koppeln dann. Ich nehme jetzt mal die Schaufel raus und
hier in der Stallgasse. Legen wir auch nur Koppel. Das erinnert mich immer an meine Zeit beim Bund, also meinen Präsenzdienst. Es wurden 7 Leute gesucht, die beim Reitausbildungszug mithelfen. Da bist du dann so auf die Art Pferdehirt. Ich wollte schauen, dass ich mich da drücken kann und in die Verfügung komme. 6 Leute hatten sich gemeldet, die Ahnung von Pferden hatten. Der 7. wurde ausgesucht, indem der Spieß einfach mal den Kugelschreiber auf die Mappe mit den Rekruten fallen hat lassen und ratet mal, wem es erwischt hat. Hoi! Ahnung vom Pferden gehen auch gar keine. Ging's in den Reitausbildungszug. Hurra! Also die ersten Wochen waren eine Katastrophe. Wir mussten die Pferde das erste Mal, als wir da angetreten sind, das war am 19. Mai, genau an meinem Geburtstag, die Pferde zum ersten Mal seit dem Winter auf die Außenkoppel bringen. Die waren natürlich sehr erpicht darauf, endlich da reinzukommen. Ich war der, der als allerletztes mit einem der langsamsten und ältesten Pferde ging, war aber der Erste, der in der Koppel drin war, weil das Vieh mit mir durchgegangen ist und mich hinten nachgeschliffen hat. Hey. Also die ersten Wochen und Monate, naja, Monate kann man nicht sagen, waren sehr unterhaltsam. Ich habe mich dann mit dem weißen Schimmel, den ich betreuen musste, plus 2 andere Pferde, der Schimmel hieß Rigoletto. Wer Pferde kennt, sich da ein bisschen auskennt, wird wissen, was mit Rigoletto gemeint ist. Dann hatte ich noch eines, das hieß Servus, ein Hengst, und eine Stute namens Tamara, die keinen leiden konnte. Die ließ einfach niemanden an sich ran. Verstehe ich auch ein bisschen, weil die Pferde sind sehr gebunden an den Menschen, der sie betreut. Und da beim Herr ist es dann natürlich so, der wechselt alle 8 Monate. Die hat nicht reagiert auf mich. Der weiße Schimmel dann schon. Am Anfang hat er mich gehasst wie die Pest. Ich habe mir dann angesehen, sein Verhalten, wie er sich gibt, und habe ein paar Sachen rausgefunden, die ihm nicht gefallen. Zum Beispiel wollte er es nicht, wenn man ihn striegelt und versorgt, dass er in der Stallgasse angebunden wird mit den Ketten am Halfter, dass er den Kopf nicht bewegen kann. Das mochte er nicht. Das habe ich rausgefunden, habe das dann nicht mehr gemacht und ja, binnen kürzester Zeit waren wir dann die dicksten Freunde. Die erste Amtshandlung, die er dann jedes Mal gemacht hat, wenn ich aufgemacht habe bei ihm, um ihn zu betreuen, war, dass er mir die Kappe vom Schädel geholt hat und die hat er vorne am Schirm abgekaut. Die mochte er nicht, das hat er selber entfernt dann. Dann war alles gut, dann hat er mal seine Karotte gesucht, die ich irgendwo in den Taschen versteckt hatte, und so haben wir uns angefreundet. Der Abschied dann nach den 8 Monaten von ihm fiel mir sehr schwer. Ich bin auch jedes Mal, wenn ich frei hatte, wieder rüber zum Stall, habe ihn rausgeholt, bin ein bisschen auf die Wiese mit ihm. Und so, das sind die kleinen Dinge, die man machen kann, um sich mit dem Tier anzufreunden. Einfach zu zeigen, du, ich bin da und ich schaue auf dich. Und der Abschied, der hat dann wirklich ganz schön, der hat gesessen. Ich glaube, bei ihm genauso wie bei mir. Also, ich bin dann Jahre danach noch, bis er eben in Rente ging und auf eine Farm für alte Pferde kam, bin ich ihn besuchen gefahren, alle paar Monate mal. Er hat sich jedes Mal gefreut, also der hat mich wiedererkannt, der hat sich jedes Mal gefreut, wenn ich da war. Auf dieser Farm habe ich ihn dann auch noch 2-mal besucht. Und ja, als ich dann das 3. Mal da war, war er schon gestorben. Und dann, ja, er war speziell, er konnte mich anfangs nicht leiden. Und ja, er hatte halt seine eigenen Vorstellungen, wie man mit ihm umzugehen hat oder soll. Und das hat er auch durchgesetzt. Aber war ein tolles Pferd, also. Ich habe in den 6 Monaten, die ich ihn betreuen musste, 2 Monate hatte man Grundausbildung und eben 6 Monate dann noch Dienst,
habe ich viel über Pferde gelernt und sie wirklich zu schätzen gelernt. Also vom Pferdehasser zum Pferdefan. Also Hasser kann man nicht sagen, ich hatte halt einfach nichts mit denen zu tun. Bis zu dem Zeitpunkt eben. War aber eine tolle Zeit. Also ich würde es nicht missen wollen. Habe auch mit einigen von den Leuten damals, also von den Rekruten damals, die mit mir eingerückt sind, noch Kontakt. Und ab und an trifft man sich auch mal und plappert über alte Zeiten. Wir haben auch viel Blödsinn gemacht, aber am Ende war es echt eine Erfahrung. Also jeder, der das noch nicht hinter sich hatte, freut euch drauf, denn die Bundseite kommt nicht wieder. Also ich hatte wirklich meinen Spaß dort. Die ersten Monate werden sie euch ein bisschen hunzen und dann ist das eigentlich schon wieder ein gelutschter Drops. Sind auch nur Leute, machen auch nur ihren Job und ein bisschen segieren. Muss halt dabei sein. Man lernt ein bisschen Zucht und Ordnung. Und gut ist, das ist eigentlich alles, was die erreichen wollen. Man wird schon ein Stück erwachsener mit dieser Erfahrung. Das kann ich euch auch versichern, aber es tut euch nicht weh. Und jeder, der es schon hinter sich hat, der wird wahrscheinlich auch hin und wieder mit Wehmut an diese Zeit denken. Also ich auf jeden Fall schon. Gibt aber auch ein paar wirklich Eingefleischte, die, ja, ich sag mal, dann ein Rad abhaben. Wir hatten dann auch einen dazu gekriegt, der kam direkt aus dem Knast. Und ich denke mal, dass der es nicht geschafft hat, sich zu ändern, weil der hatte sehr, sehr eigene Ansichten von Leben. Kann man aber nichts machen. Also ich habe das Beste versucht. Wir alle haben versucht, auf einer gewissen Ebene mit ihm auszukommen, aber manche Leute machen es sich einfach selber, das kann man nicht verhindern. Er hat auch ein Messer einstecken, das meinte er, bräuchte er, wenn Kämpfe sind. Ja. Als er dann abrüsten durfte, wollte er meinen Spind aufbrechen, um sich etwaige Sachen zu holen, die er im Laufe der Zeit verloren hat, damit er die nicht bezahlen braucht. Unter anderem auch meine Dienstwaffe, die aber eine Einstanzung hat, eine Einprägung, die eindeutig sagt, das ist ist meine Waffe, und wenn er die abgegeben hätte, hätte er noch mehr Probleme gekriegt. Also es gibt Leute, denen kannst du einfach nicht helfen, das ist so, auch wenn du gerne würdest. Jetzt habe ich mich komplett wieder mal verplappert, sind völlig vom eigentlichen Thema abgekommen, nämlich vom Bauen. Aber wenn der Redeschwall mal durchgeht mit mir, dann ist es vorbei. Das müsst ihr mir ein bisschen nachsehen. Aber so lernt man auch ein bisschen den Mann kennen, der hier mit euch baut und tut und macht, und hast du nicht gesehen. Ich finde immer, das gehört ein bisschen dazu, zu zeigen, wer man ist. Deswegen läuft auch die Cam bei einigen Videos mit. Bei Minecraft auf jeden Fall. Bei anderen Let's Plays, wo viele Zwischensequenzen sind, Action ist, da lasse ich sie weg, damit ich in den Cutscenes nicht unbedingt zu sehen bin. So, was haben wir bis jetzt gemacht? Wir brauchen jetzt Zaun. Habe ich noch irgendwo Zaun liegen? Ja, im Inventar habe ich ihn liegen. Ganz schön viel sogar. Das ist mehr als genug. Ich brauche nur noch ein paar Tore. Die habe ich auch. Na, was willst du denn noch mehr?
hat man ja schon wieder alles, was man haben will. So, machen hier ein paar Koppeln. Eins. Noch eins. Hier und hier. Nee, machen wir es ein bisschen länger. Machen wir es ein bisschen länger. So. Sollen sich auch ein bisschen bewegen können da drin. So. Da oben werden wir dann so eine Art Pendel noch einbauen, also eine Ebene da drüber. Könnten wir aber gleich machen. Habe ich, das Slabs muss ich irgendwo auftreiben können. Warte, wir machen erstmal die hier rein. Ja, da muss ich dann auch noch Boden verlegen. Das mache ich aber off-cam. Ich glaube, das muss man nicht gesehen haben. So, wir machen noch Slabs. Haben wir sogar mehr als genug hier. Ja, mehr als genug werden es nicht sein. Ich will doch sind mehr als genug. So, ein Pendel. Das ziehen wir bis hier hin. Ja. So ein halbes. Oh. Das war zu viel. So. Sehr schön. Sehr schön. Und hier werden wir dann noch Leitern drauf machen. Habe ich Leitern noch hier? Muss ich schauen. Glaub aber nicht. Nee, Leitern habe ich nicht. Und die Folge ist auch schon wieder lange genug geworden. Das werde ich dann alleine fertig machen. Oder wir holen... Nee, das machen wir noch. Wir holen uns ein paar Kühe. So, ich mops da mal einen Hafer, Weizen, einen, so, das werfen wir weg, hallo, das werfen wir weg, habe ich gesagt, so, das werfen wir weg, habe ich gesagt, so, bauen den wieder an, und jetzt holen wir, na, da muss ich noch zumachen, da fallen die mir ja rein, wenn sie rausgehen, holen wir noch ein, zwei Kühe, hallo Mu, nicht weggehen, nicht weggehen, nicht weggehen, habe ich, hallo, blöde Kuh, nicht weggehen, habe ich gesagt, komm, Mietz, 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 Mu, 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 komm, neues Zuhause, komm, noch regnet es ein, aber später dann nicht mehr, kommst du, Mietz, 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 Bleibst du. So, da oben ist das nächste Hühnchen, Küchen. Kommst du. Da hinten ist noch eine. Die hole ich mir aber dann alle alleine. Ja, komm. Komm. Kommst du. Kriegst du neue zu Hause. Komm. Ganz für dich allein. Komm. Wo? Wo bist die Liesel? Du bist die Lieselotte. Du bist eine ganze Flotte, die Lieselotte, ja? So, das war's von mir und bis zum nächsten Mal. Ich sag tschüss und ciao und gehabet euch wohl.